Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen zur Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 32 und zwar für die Handelstage vom 6.8. bis 10.8.2018. Wir wollen in dieser Analyse wieder auf das Big Picture schauen, was könnte uns in der kommenden Woche hier erwarten. Die Grundlage quasi für unsere täglichen Livestreams, die Grundlage auch für mein Trading, wo ich mir eben im großen Bild am Wochenende immer anschaue, wo sind wichtige Kernunterstützungen, wo sind wichtige Kernwiderstände, was könnte der Markt somit im Kerntrend daraus machen, wo könnte der Markt eventuell drüber laufen, drunter laufen, was könnte in der kommenden Woche eintreten. Das jetzt hier für die Märkte DAX, S&P, Euro und Gold. Bevor wir starten, wie gewohnt, erstmal der Risikohinweis, lest euch diesen bitte durch. Achtet grundsätzlich drauf, dass ihr Stop setzt, dass ihr die Positionsgröße an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, gegebenenfalls sogar an Setups formuliere, nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von jfdbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder zum Broker beantwortet bekommen. Auch noch der kleine Hinweis, wie gewohnt hier an dieser Stelle, wenn ihr auf dem YouTube-Kanal seid, wo ihr euch das Video gegebenenfalls jetzt gerade anschaut und ihr wollt euch vielleicht nicht die DAX-Analyse oder die S&P-Analyse anschauen, dann könnt ihr hier unten in der Videobeschreibung entsprechend die Märkte finden. Dahinter ist eine Zeitangabe. Wenn ihr auf diese Zeitangabe klickt, kommt ihr in diesem Video direkt zu der Analyse, zum Beispiel hier 16:48 ab Minute 16:48 begann in der letzten Trading-Wochenanalyse der Euro-US-Dollar, die Analyse für den Euro-US-Dollar, dann klickt ihr einfach auf diese Zeit und ihr landet im Video entsprechend bei der jeweiligen Analyse. Wie gewohnt an dieser Stelle dann auch erstmal der Blick auf die Fundamentals für die kommende Handelswoche im Gegenzug zur vergangenen Handelswoche, wo wir ja die FED-Zinsentscheidung hatten, wo wir die Non-Farm-Payrolls hatten, eigentlich wichtige Wirtschaftskennzahlen, die jedoch vom Markt nicht so volatil aufgenommen wurden. Nennenswerte Bewegungen sind auf beide Zahlen nicht eingetreten und auch in der kommenden Woche kommen hier zwar Zahlen raus. Wir sehen das am Freitag, Verbraucherpreisindex aus den USA, der grundsätzlich auch nicht so unwichtig ist, aber ich gehe erstmal grundsätzlich auch hier davon aus, dass der Markt dadurch nicht nennenswert bewegt wird. Wir haben natürlich auch nochmal ein paar andere Zahlen, die jeweils für die jeweiligen Währungspaare teilweise wichtig sind oder wichtig sein könnten, aber für uns hier DAX, S&P, Gold und Euro sollten diese Zahlen in der kommenden Woche kaum nennenswert wichtig sein. Somit müssen wir wirklich charttechnisch agieren. Wir müssen schauen, wo sind wichtige Bereiche, wo sind wichtige Unterstützungen, Widerstände und eben daran versuchen, unsere Setups festzumachen. Ich klicke die Zahlen weg. Wir starten mit dem DAX, der ja in der vergangenen Handelswoche, wie wir wissen, relativ schwach war, vor allem auch im Verhältnis zu den US-Märkten. Dow und S&P, wir schauen ja auch gleich auf den S&P, die sind mit Abstand stärker gewesen. Der S&P rangiert schon wieder auf relativ hohem Niveau. Der S&P ist ja generell sogar kurz vor seinen Allzeithochs. Das, was der DAX hier vorne zweifach im Prinzip getestet hat, beziehungsweise wenn man auf dem Tageschart schaut, sieht man hier diese beiden Bereiche, die eben die Allzeithochs markieren. Das alte Allzeithoch, ein neues Allzeithoch und dann kam ja zu Beginn des Jahres diese starke Abwärtsbewegung. Der S&P, der ist schon auf verhältnismäßig hohem Niveau und wir sehen, dass der DAX noch weit, weit weg ist von diesen Allzeithochs und auch die letzten Bewegungen der letzten Wochen im S&P zeigten, dass der Markt, dass der S&P und der Dow Jones auf der Aufwärtsseite teilweise viel, viel stärker agieren, viel, viel stärker laufen, als es der DAX tut. Und das fiel in der vergangenen Handelswoche nochmals mal wieder gravierend auf. Ich habe das in der letzten Trading-Wochenanalyse schon erwähnt, dass wir da so ein bisschen drauf achten müssen, dass man natürlich trotzdem nach wie vor auf die US-Märkte schaut, um hier eben gerade am Nachmittag ab 15.30 Uhr so ein bisschen auch die Richtung, die Tendenz irgendwo abzustecken, dann auch für den DAX, weil der DAX sich am Nachmittag natürlich gerne auch nach den US-Märkten richtet, was dann auch am Freitag zum Beispiel, nachdem der Markt ja Donnerstag so gravierend nach unten kam, war Freitag hier leichte Erholung angesagt. Das hatten wir in den Livestreams entsprechend auch so besprochen. Aber, wie gesagt, die Erholung hat stattgefunden, aber wir sehen, dass das hier nicht nennenswert im Verhältnis zu dieser Abwärtsbewegung, die wir dann in dieser Woche, in dieser Handelswoche dann gesehen haben. Auch der 12.600er Bereich wurde hier erstmal zwischenzeitlich ja relativ stark durchstoßen. Der Markt ist in diesen 500er Unterstützungsbereich runter gedippt
um dann eben wieder so ein bisschen stärker zu finden und oberhalb von 12.600 hier den Schlusskurs zu finden. Was können wir jetzt daraus ablesen, auch im Verhältnis eben zu den US-Märkten? Grundsätzlich, da die US-Märkte, wie gesagt, wir schauen ja auch gleich auf den S&P, da die US-Märkte ja doch so nennenswert stark sind, ist es natürlich nicht auszuschließen, dass auch der DAX in den kommenden Tagen erstmal wieder weiterhin leichte Aufwärtstendenzen sieht, dass er eben durchaus Potenzial hat, hier weiter nach oben zu laufen, gerade eben auch in dieses Ausgangsniveau dieser relativ starken Bewegung hier auf der Abwärtsseite. Somit ist es hier denkbar, dass wir gerade am Montag und Dienstag vielleicht hier erstmal leichte Aufwärtstendenzen sehen. Als einen der wichtigen Bereiche stellt sich allerdings der Bereich 12.700 dar. Das ist hier ein Widerstandsniveau, was wir eh schon lange im Markt drin liegen haben. Wir sehen, dass dieser Bereich des Öfteren von der Unterseite getestet wurde, dass wir dann eben diesen Bereich des Öfteren von der Oberseite getestet haben, dass wir hier auch kurzzeitig wenigstens mal kurz zum Halten gekommen sind, bevor es dann eben doch etwas stärker nach unten ging. Somit ist es natürlich jetzt auch für die kommende Woche denkbar, wenn denn weiterhin so ein bisschen Stärke hier drin ist, wenn auch die US-Märkte weiter nach oben laufen, dass erstmal der DAX in diesen Bereich reinläuft. Und das wäre auch ein realistisches Ziel, zum Beispiel auch für den Montag, hier mit einem Ziel, Käufe zu tätigen, die in Richtung 12.700 gehen. Allerdings ist für den DAX in diesem Bereich ein massiver Widerstand. Wir sehen das auch in der Vergangenheit, dass an diesem Bereich des Öfteren stark gehadert wurde vom DAX, dass wir hier Widerstand und Unterstützung nicht nur in der kürzlichen Vergangenheit hatten, sondern eben auch etwas weiter vorne, Mai, Juni, auch hier vorne im Anfang Mai, Ende April. Also dieser Bereich ist schon sehr, sehr wichtig. Was bedeuten könnte? Zum einen erstmal diesen Bereich durchaus realistisch als Ziel für Käufe, aber hier könnte auch nochmal wieder ein Satz nach unten stattfinden. Zum Beispiel in diese Schlusskursniveaus von Freitag, dass es hier in diesem Bereich nochmal zurückgeht. Was bedeutet? Hier könnte man durchaus sogar mal schauen, ob man vielleicht eine Short-Überlegung wagt. Vielleicht der S&P am Montag auch nochmal so ein bisschen stärker, holt dann so ein bisschen nach unten vielleicht Luft, was ganz, ganz locker im S&P passieren kann. Er ist so stark nach oben. Da bräuchte der Markt eigentlich mal wieder so einen Tag, der abwärts läuft, der schon ein paar Pünktchen abwärts läuft. Und das würde dann für den DAX bedeuten, okay, er hätte durchaus ein realistisches Ziel, den Schlusskursbereich von Freitag hier im Bereich 640, beziehungsweise sogar, dass dieser 600er Bereich nochmals von unten, von oben getestet wird, um dann gegebenenfalls hier wieder einen entscheidenden, richtungsentscheidenden Bereich zu haben und dann vielleicht der Markt hier durchgeht. Ich denke, dass es eben nicht in einem Zuge stattfindet, dass der Markt die 700 nach oben durchstößt. Somit hier erstmal der Kernaufwärtsgedanke. Solange der Markt oberhalb, ganz grob, wenn man sich die Freitagstiefs anschaut, sollte der Markt eigentlich für Käufe erstmal nicht mehr nennenswert unter diese Freitagstiefs rutschen. Das ist so der Bereich in etwa 550 hier in der CFD-Indikation. Ja, also selbst wenn hier nochmal so ein kleiner weiterer Dip nach unten stattfindet, wäre das Aufwärtsbild oder der Aufwärtsgedanke mehr aber eigentlich wirklich nur durch diese starken US-Märkte. Rein charttechnisch wäre der DAX durch diese Abwärtsbewegung der vergangenen Handelswoche, durch diese doch recht zaghafte Erholung hier nach dieser starken Abwärtsbewegung eigentlich short angenockt. Das muss man ganz klar so sagen. Und nur, weil die US-Märkte aktuell so stark sind und wenn die ihre Stärke beibehalten, dann ist dieses Long-Setup hier denkbar. Wenn der Markt allerdings hier runterrutscht, 550, das ist ja aus dem aktuellen Kursniveau von etwa 630, 640, lediglich in etwa 80, 90 Punkte. Wenn es hier wieder runtergeht, wenn der Markt hier unten eben nicht nennenswert zum Halten kommt, sondern unter diesen Bereich läuft, unter die Freitagstief läuft, dann ist es natürlich relativ schnell denkbar, dass der Markt an die Vorwochentiefs ranläuft, also diesen Bereich von 500 anläuft und dann kommen relativ zügig Unterstützungsniveaus wie 12.450 beziehungsweise das nächste sehr, sehr wichtige Unterstützungsniveau 12.375 in etwa. Das ist der Bereich, den wir auch in der Vergangenheit sehr, sehr oft hatten, der hier gerade mit diesen letzten Tiefbereichen, mit dieser Schiebezone, die wir hier unten haben, ich zeichne diese mal ein, die hatten wir ja auch mal in einer Trading-Woche-Analyse analysiert. Wir hatten gesagt, wenn der Markt hier es schafft, nach oben auszubrechen, ist es denkbar, dass wir weiter wieder nach oben laufen. Und diese obere Grenze, ganz grob, diese obere Grenze ist dieser Bereich 375, also ein altes Ausbruchsniveau, ja, der auch hier in der Vergangenheit eben eine gewisse Rolle gespielt hat.
erfüllt hat, dieser Bereich. Ja? Ich ziehe das einfach mal bis rüber. Also ist es jetzt auch als Ziel erstmal denkbar, dass quasi eine zweite Abwärtswelle im DAX stattfindet. Ja? Wobei ich da erstmal im aktuellen Bereich noch nicht davon ausgehe. Ja, wer aggressiv agieren möchte, kann natürlich mal ein Short-Setup sich suchen, auch auf diesem aktuellen Niveau, um eben hier diesen nächsten Schritt auf der Unterseite, eine nächste Abwärtswelle, wie wir sie ähnlich hier hatten, eventuell zu handeln. Allerdings, wie gesagt, ich würde, wenn diese Welle eintritt, sie erst etwas später handeln wollen, in etwa ab 550. Das jetzt erstmal die grobe Überlegung zum DAX. Wie gesagt, auf der Oberseite ist es denkbar, dass wir hier den 700er Bereich erstmal anlaufen, leichte Rücksetzer sehen, um dann in dieses Niveau 800 bzw. 811 zu laufen. Dann haben wir diese Bewegungshochs hier im Bereich 900 knapp darüber und dann kommt dieser 13.000er Bereich, der natürlich auch sehr, sehr, sehr wichtig ist hier auf der Oberseite. Das nächste Widerstandsniveau, aber da ist der Markt aktuell schon sehr, sehr schwach. Also er müsste dann wirklich sehr stark, sehr schnell den US-Märkten hinterherlaufen. Dafür benötigt der Markt Momentum. Und das müssen wir auch erstmal sehen. Das ist jetzt sehr, sehr schwierig aktuell natürlich einzunorden. Ich muss es mir natürlich überlegen. Also wenn starke Bewegungen auf der Aufwärtsseite eintreten, wenn der Markt eben stark über 700 pusht, dann ist natürlich auch der Weg nach oben hier weiterhin frei. Aktuell sehe ich das noch nicht so. Ich denke so 800, vielleicht die Bewegungshochs hier im Bereich, so etwa 875, das ist schon durchaus denkbar. Ob der wirklich nächste Woche bis auf 13.000 hochläuft, sehe ich aus aktueller Sicht zumindest erstmal als relativ unwahrscheinlich an. Aber nichts ist unmöglich quasi an der Börse. Aber das ist hier so der grobe Gedanke zum DAX. Wir switchen mal auf den S&P, worüber ich ja jetzt hier schon des Öfteren gesprochen habe. Und wir sehen, dass hier der Markt, ja, erstmal grundsätzlich, deswegen habe ich hier das etwas größere Bild mal dargestellt, hier oben sind die Allzeithochs. Ja? Schaut mal, der Bereich 880 in etwa hier in der CFD-Indikation 2876. Ja? Das ist jetzt auch erstmal egal, welchen Markt man sich hier anschaut, ob man jetzt die CFD-Indikation sich anschaut, den Future, egal. Der S&P ist stark. Der S&P ist vergangene Woche auch mal kurz nach unten gekommen, hat aber gerade am Donnerstag und am Freitag gute 40 Punkte nach oben wieder aufgeholt. Also innerhalb von 2 Tagen hat hier diese starke Aufwärtsbewegung stattgefunden. Das ist hier mit dem Test mal wieder kurzzeitig unter 2800, aber in der Kernhandelszeit, also ab 15.30 Uhr, hat der Markt eben diese 2800, dieser wichtige Unterstützungsbereich hier 2800, wurde nicht großartig nennenswert unterschritten, sondern der Markt war relativ schnell wieder darüber, ist dann hier eben gute 40 Punkte gestiegen. Und schaut mal, jetzt braucht der Markt eigentlich nur noch mal so eine Bewegung, wie am Donnerstag und Freitag hier stattgefunden hat. Und ruckzuck wäre der S&P an den Allzeithochs dran. Er hat in der vergangenen Woche eigentlich auch schon vorletzte Woche Freitag, wir hatten das ja auch in der letzten Trading-Wochenanalyse angesprochen, vorletzte Woche Freitag hat er ja hier schon mal so einen leichten Sell-Off in Richtung 2800 hingelegt. Dann ist er diese Woche mit 2, 3 Versuchen erstmal hier nach oben. Ja, dann ist er nochmal nach unten, dann ist er nochmal nach oben und dann kam eben hier quasi dieser Bruch nach oben. Also diese kleine nötige Bewegung nach unten, die eigentlich ganz sauber ist für einen Aufwärtstrend, die hat jetzt hier stattgefunden. Und jetzt wäre es denkbar, dass vielleicht hier nochmal so ein kleiner luftholender Gedanke des S&Ps in Richtung 2825 kommt, um dann hier erstmal Bewegungshochs auszubauen, neue Bewegungshochs auszubauen und sich dann durchaus der Markt in Richtung der Allzeithochs auf den Weg macht. Und das ist nach wie vor erstmal grundlegend oberhalb von 2800 der Fall. Also, wie auch in der vergangenen Handelswoche, würde ich nach wie vor oberhalb von 2800 Punkten grob nach Aufwärtsszenarien suchen. Ja, zumindest im übergeordneten Bild. Wir schieben das Bild mal ein bisschen zusammen. Ich mache mal hier, wir haben den 4-Stunden-Chart schon. Moment. Zack, schauen uns das jetzt mal an. Also das ist hier diese starke 40-Punkte-Aufwärtsbewegung. Ja? Und jetzt ist es natürlich so, dass wir eben dieses 28,5er Unterstützungsniveau, auch bedingt durch die vergangene Handelswoche, natürlich haben. Übergeordnet ist es nach wie vor so, dass ich hier sagen würde, alles oberhalb von 2800 ist long. Also wer hier prozyklisch handeln möchte, der sollte hier eben schauen, dass der Markt vielleicht nochmal irgendwie einen Rücksetzer macht. Ja, entweder in dieses Unterstützungsniveau oder auch hier haben wir nochmal so ein kleines Unterstützungsniveau um die Marke in etwa 16, 17, dass hier der Rutsch nochmal in diesen Bereich kommt und dann haben wir an den entsprechenden Unterstützungen immer relativ schöne Setups, um eben den Markt zu kaufen und selbst wenn der Rutsch in Richtung 2,8 nochmal kommt, wäre das auch noch ein Setup nochmal zu kaufen.
Im kleineren Zeitfenster, also hier im Daytrading, was wir ja auch in den entsprechenden Livestreams dann immer abdecken, wäre ich schon so ein bisschen vorsichtig mit Käufen oder beziehungsweise andersrum. Ich würde vielleicht auch schon mal wieder vorsichtig einen Verkauf wagen, wenn der Markt hier unter diese Unterstützung 2825 rutscht. Das hatten wir in der vergangenen Handelswoche auch. Grundsätzlich hatte ich in der Trading-Wochenanalyse gesagt, der Markt ist weiter sauber aufwärts tendierend. Wir haben eben nach Rücksetzern immer Möglichkeiten, den Markt zu kaufen, aber ich hatte hier gerade am Donnerstag eben die Überlegung schon gehegt mit der US-Eröffnung, dass der Markt, beziehungsweise eigentlich auch sogar schon vorher, dass der Markt eben hier eben durchaus ein Potenzial hat, nach unten wegzubrechen, und hatte dort eben den Bereich um die Marke 2810, beziehungsweise in diesem Bereich eben den Gedanken, dass es hier erstmal kurzfristig, wirklich nur kurzfristig, etwas weiter nach unten gehen kann. Also ich habe natürlich, wenn ich mir ein großes Bild zurechtlege, auch teilweise in sauberen Aufwärtstrades mal Tage, die ich auf der Abwärtsseite handeln kann. Also ich versuche ja täglich immer so ein bisschen abzuwägen. Jetzt haben wir vielleicht einen Tag, der wieder prozyklische Trades erlaubt, also mit dem Trend geht, oder haben wir eben eventuell einen Tag, der eine Konsolidierung zeigt. Hier hatte ich ja recht gut vorletzten Freitag diese Abwärtsbewegung im Dow Jones handeln können. Da war schon um 15.30 Uhr in den Livestreams die Ansage, okay, es könnte sein, dass der Freitag so einen Sell-Off zeigt. Den haben wir auch recht gut umsetzen können, und der Markt ist eben vergangene Woche, wie gesagt, auch nochmal einen recht sauberen Schritt nach unten gegangen, und somit konnte man hier auch die Abwärtsseite handeln. Ich hatte sogar im Dow Jones am Freitag kurz nach der US-Eröffnung mal kurz einen Abwärtstrade, konnte da auch Geld verdienen. Zwar jetzt nicht ein Riesenplus, aber hier eine Strategie, die ja zur Eröffnungsphase immer stattfindet von meiner Seite, oder nicht immer, aber des Öfteren stattfindet, dass man natürlich auch in Aufwärtstrend mal die Abwärtsseite handeln kann. Allerdings mit Vorsicht, mit defensiveren Setups und mit dem Gedanken, dass man antizyklisch handelt, also gegen die Kernbewegung geht. Und dann kam hier, wie gesagt, grundsätzlich sind die Märkte weiterhin sauber aufwärts oberhalb von 2800. Und erst wenn der Markt unter diesen 2800er Bereich kommt, ja, wenn er das hier wirklich nachhaltig schafft, das hat er ja hier mal kurz getan, bloß gerade hier auf dem 4-Stunden-Chart, auch wenn man sich den Stunden-Chart anschaut, dann ist dieses Verharren hier unter diesem Unterstützungsniveau, das ist ja nicht lange. Ja, das sind mal 2-3 Stunden, zack, ist der Markt wieder unten. Und vor allem, was hier ganz wichtig war, dieses Verharren unterhalb dieses 2800-Bereiches war für den S&P in der Nebenhandelszeit. Also dieses Dippen nach unten hat hier an unserem Vormittag stattgefunden, hier in Deutschland am Vormittag. Und um 15.30 Uhr zu der eigentlichen US-Eröffnung, zu der Kernhandelszeit des US-amerikanischen Marktes, war der Markt schon wieder in dem Bereich 2800 und kurz nach 15.30 Uhr sogar schon wieder drüber, wo ich gesagt habe, okay, passt auf. Der DAX war zwar an dieser Stelle noch enorm schwach, aber die US-Märkte waren schon wieder stark, waren schon wieder über diesem wichtigen Bereich, und dann setzte hier halt diese saubere Aufwärtsbewegung ein. Und das war auch meine Ansage, passt hier auf, der Markt kann relativ zügig wieder im 2825er Bereich sein. Also, das ist jetzt der Gedanke, wenn wir hier runterrutschen, dann wird es erstmal vielleicht denkbar, dass wir eine etwas stärkere, Moment, das sollte jetzt ein Fall werden, dass wir eventuell eine etwas stärkere Abwärtsbewegung sehen, wobei ich hier dazu sagen muss, aktuell ist das aus charttechnischer Sicht erstmal ein bisschen unwahrscheinlicher, da wir hier oben sind, da wir so stark sind, da wir eben auf dem Weg sind in Richtung neuer Bewegungshochs und natürlich in Richtung neuer Allzeithochs, und es hier eben entsprechend denkbar ist, dass wir das auch tun. Es sei denn, und das ist ja schon in den letzten Tagen und Wochen immer mal wieder gewesen, Donald Trump hat mal wieder irgendwas getwittert in Bezug auf irgendwelcher Strafzölle, in Bezug auf den Handelskrieg, China, Europa und so weiter, Verbindungen zu Russland. Da gibt es ja diverse Themen, die hier wichtig sind. Auch seine Beziehung zu dem aktuellen Euro-US-Dollar-Kurs, seine Denkweise zu den aktuellen Plan der Fed, hier die Zinsen sukzessive steigen zu lassen. Also da gibt es ja diverse Themen, die aktuell heiß besprochen werden, die dann auch hin und wieder mal zu schnellen Bewegungen auf der einen oder anderen Seite führen. Und das kann natürlich sein, dass auch so eine eigentlich schön saubere Aufwärtsbewegung mal einen Dämpfer bekommt. Das wissen wir natürlich vorher nicht, aber man darf sich dann nicht wundern, wenn auf einmal eben mein Long-Trade, den ich vielleicht drin habe, der Markt auf einmal schnell kippt, in die andere Richtung läuft, ja, dann ist es eben so. Und das muss nicht unbedingt durch Donald Trump sein, das können natürlich auch andere Aussagen oder eben Auslöser quasi sein. Unterhalb von 2,8, wie gesagt, würde ich dann mal schauen, ob man hier darauf setzt, dass der Markt in Richtung 2,87 bzw. 2,67, wobei ich diesen Weg nach unten in diesem Maße jetzt erstmal nicht sehe, aber wenn er unter 2,8 geht, dann ist hier durchaus 2,87
definitiv denkbar. Kommen wir zum Euro. Der Euro hat mir ja in den letzten Wochen nicht so wirklich einen Gefallen getan. Ich habe sehr, sehr wenig gehandelt, was auch einfach grundsätzlich darauf beruht, dass wir hier unten in einer ewigen Seitwärtsphase sind. Und zwar mit den Kerngrenzen. Mit den Kerngrenzen gerade in den letzten Wochen 1,1630 auf der Unterseite und 1,1730 auf der Oberseite. Also der Euro-US-Dollar ist innerhalb von 100 Pips seitwärts tendierend. Schaut euch diese letzte Seitwärtsbewegung hier an. Also der Markt ist ja von der Schwankungsamplitude grundsätzlich kleiner geworden. Vorher hatten wir hier diesen unteren Bereich und auch den oberen Bereich in etwa 18,20. Das war eine etwas größere Seitwärtsphase. Jetzt ist diese Schwankungsamplitude kleiner geworden. Das hatten wir auch in der letzten Woche dann entsprechend schon besprochen. Ja, das ist ja hier diese etwas größere Schwankung. Und jetzt ist der Markt eben innerhalb von diesen Grenzen, von diesen 100 Pips kleiner schwankend geworden. Und dann kam in der vergangenen Handelswoche dann endlich mal so ein bisschen der Rutsch nach unten. Der Markt ist auf dem Weg in Richtung 15,30, was eben von der Unterseite auch mein Ziel war. Ich hatte den Bereich von 1,1675 hier als richtungsentscheidend deklariert. Da war eben der Gedanke, dass man es durchaus oberhalb dieses Bereiches auf der Long-Seite versuchen kann. Vielleicht sogar mit dem Gedanken, dass der Break nach oben kommt. Hatte aber auch gesagt, dass ich eigentlich die Abwärtsseite favorisiere, also viel mehr verkaufen würde unter 16,75. Und dann kam zum Ende der Handelswoche eben diese Bewegung nach unten. Da sind wir jetzt aktuell auch. Also für die kommende Handelswoche der Euro-US-Dollar erstmal von der Abwärtsseite aus zu betrachten. Wir hatten ja eben die letzte Bewegung, war eigentlich relativ schön sauber und es ist jetzt erstmal grundlegend denkbar, dass der Bereich hier unten nochmals getestet wird, also der Bereich 15,30. Ideal wäre es jetzt hier im übergeordneten Bild, wenn der Markt vorher nochmal so ein bisschen Stärke zeigt, wenn der Markt nochmal in den 16,30er vielleicht auch ein bisschen knapp drunter, also er muss jetzt hier nicht direkt nochmal bis ranlaufen, aber so eine leichte Erholung wenigstens in 16, in 16,10 wäre schon schön, um dann hier auf die Abwärtsbewegung einzugehen oder beziehungsweise auf die Abwärtsbewegung drauf zu springen sozusagen. Und dann müssen wir mal schauen, dieser 15,30er Bereich, der wurde natürlich in der Vergangenheit des Öfteren getestet. Selbst auf einem Tageschart, selbst auf einem Wochenchart sind diese Tiefs hier erkennbar. Also da liegt auf jeden Fall eine ganze Menge an Orders, an Ideen, an Stops, die hier unten mit dieser Marke in Verbindung stehen. Somit ist es hier unten in diesem Bereich dann schon entscheidend. Ich denke, dass es durchaus realistisch ist. Da müsste man allerdings auch so ein bisschen drauf schauen, wie kommt der Markt dahin. Wenn er weiterhin so ein bisschen Momentum auf der Abwärtsseite aufbaut, ist es natürlich denkbar, dass wir auch direkt hier durchknallen, dass wir direkt in einem Move durchgehen. Was ich aber bevorzugen würde, wäre zum einen, wie gesagt, vorher nochmal eine Überlegung, dass der Markt hochgeht, dass man dann die Abwärtsseite handelt und dann hier unten gegebenenfalls in dem ersten Versuch erstmal schon schaut, dass man gegebenenfalls aus so einem Trade rauskommt. Denn wenn der Markt hier ranläuft, dann ist es ebenfalls natürlich nochmal denkbar, dass so eine leichte Erholung stattfindet, die dann auch wieder genutzt werden kann für einen Verkauf. Also wenn der Markt dann ein Stück hochgeht und dann wieder in Richtung 15,30 sich auf den Weg macht, dann könnte man hier versuchen nochmal zu shorten und dann mit dem Gedanken, dass der Markt eben nach unten durchgeht, dass der Markt in Richtung des 1,13er Niveaus ganz grob, wir können das gleich nochmal ein bisschen zusammenschieben und hier schauen, dass die Bereiche auf der Unterseite dann durchaus realistisch sind. Und wenn wir uns hier das große Bild anschauen, so wie wir es auch in der vergangenen Analyse uns angeschaut haben. Ich schiebe das jetzt mal hier so ein bisschen zusammen. Moment. Zack. So, und schiebt das mal so ein bisschen nach unten und dann wissen wir auf jeden Fall hier, das ist noch gar nicht eingezeichnet, Moment, das mache ich mal hier, dass eben der Bereich 13,30 in etwa, das ist hier so dieser Bereich, durchaus als ein realistisches Ziel erstmal für die kommende Handelswoche angesehen werden kann. Und wenn wir uns das Bild hier anschauen, das hatte ich in der vergangenen Analyse auch schon mal gezeigt, wir hatten ja schon mal so eine Seitwärtsphase, in der am Anfang die Schwankung etwas größer war, dann hier so ein bisschen kleiner wurde und dann kam der Rutsch nach unten. Jetzt haben wir ja wieder diese Seitwärtszone. Wieder wurde die Schwankung etwas kleiner und jetzt könnte hier eben die Bewegung nach unten entsprechend stattfinden. Und da der Euro-US-Dollar aktuell so in etwa eine tägliche Handelsschwankung von lediglich 60 Pips hat, ja, ist es für die kommende Handelswoche dann eben denkbar, dass man hier diesen Bereich 13,30 als ein nicht, ja doch schon nicht, sondern dass man diesen Bereich als ein realistisches Ziel ansehen kann, beziehungsweise auf jeden Fall der Weg in diese Richtung. Sollte das allerdings oder sollte der Markt erneut über 16,75 gehen,
dann ist dieses Bild wieder ad acta zu legen. Dann sind wir wieder klassisch zurück in der Seitwärtsphase. Dann kann man wieder vorsichtig versuchen, darüber mal zu kaufen. Erneut mit dem Ziel in Richtung des oberen, erstmal in des Bereiches, der hier auch schon des Öfteren getestet wurde, 17,30. Ja, den haben wir hier ganz sauber einmal, zweimal, dreimal, viermal getestet. Also hier ist es dann, wenn es wirklich wieder Stärke gibt, ja, wenn es Stärke gibt, ist es durchaus denkbar, dass der Markt dann hier dann doch mal so ein bisschen rüberspringt und man hätte 18,20 als ein nächstes realistisches Ziel. Vielmehr würde ich jetzt für die kommende Handelswoche für einen Euro US-Dollar auch nicht denken auf der Aufwärtsseite. Aber wenn wir über 16,75 kommen, dann eben ist die Aufwärtsseite hier wieder interessant und man könnte gegebenenfalls auch kaufen. Das zum Euro. Ich bin da, wie gesagt, erstmal noch so ein bisschen vorsichtig, versuche hier die Abwärtsseite zu handeln, aber mit defensiveren Setups. Kommen wir abschließend zum Gold. Gold ist ja auch wie angenommen erstmal trendfolgend weiter unterwegs. Wir haben ja hier eine ganz, ganz saubere Abwärtsbewegung. Ich denke, da gibt es keine Diskussion, dass der Markt ja ganz sauber abwärts tendierend ist, dass wir auch die Sequenz fallender Hochs, fallender Tiefs relativ sauber ausbauen. Und das hier der Gedanke der Vorwoche war, dass ich den Euro, den Goldpreis hier ganz gerne verkaufen wollen würde, aber diese leichte Aufwärtsbewegung, die wir zwischenzeitlich hatten, die hätte ein Stück weit höher laufen sollen, idealerweise für mich, um hier eben meinen Trigger auszulösen, zu shorten. Leider hat das nicht stattgefunden, der Markt ist relativ zügig wieder abgefallen, war ganz, ganz lange auf diesem Niveau 12, 16, 50 hier drauf und dann kam relativ zügig der Rutsch nach unten und ich hatte dann gesagt, jetzt ist dieser Test dieses 12,16er, 50er Niveaus definitiv interessant für Verkäufer. Dann war am Freitag allerdings relativ schnell der Markt darüber und ich habe gesagt, ich bin jetzt erst am Freitag, weil ich ja gerade hier am Gold, auch wenn dann eben, wenn ich einen Trade eingehe, der höchstwahrscheinlich auch über 1, 2, 3 Tage laufen sollte, am Freitag, ich halte Positionen ungerne übers Wochenende, bin ich hier am Freitag keine Position eingegangen. Aber wenn wir das Bild jetzt hier mal so ein bisschen zusammenschieben, dann haben wir, denke ich, am Montag durchaus noch eine realistische Chance, hier auf der Abwärtsseite reinzukommen. Ja, ich denke jetzt nicht, dass der Markt mit so einem riesen Gap hier eröffnet, sodass hier der Markt so weit da wegschwimmt sozusagen. Also ich denke nicht, dass wir hier Montag, dass wir hier unten irgendwo öffnen. Wenn wir das tun, dann ist natürlich der Einstieg hier unten schon wieder eigentlich blöd. Idealerweise wäre es schon, wenn wir hier in dem Schlusskursniveau vielleicht ein Stück weit drüber nochmal auf der Abwärtsseite reinkommen. Wir hätten jetzt hier auch zwei ganz interessante Stopp-Punkte. Das wäre auch interessant. Man hat hier zum einen dieses Hoch, ja, oder dann eben dieses Freitagshoch, was man auch durchaus nutzen kann, dadurch, dass der Markt schon wieder so ein Stück weit nach unten gekommen ist, ja, wäre natürlich der Bereich auch interessant. Das hier oben, dieser charttechnische Punkt, der ist mir persönlich etwas zu weit weg für einen Stop, auch wenn man einen Swing Trade eingeht. Mir ist es lieber, dann lieber, wenn der Markt hier doch nochmal hochkommt, nochmal einen zweiten Trade auf der Abwärtsseite zu versuchen, als von vornherein so einen großen Stop anzunehmen. Denn wenn ich so einen großen Stop annehme mit dem Einstieg hier unten, dann muss ich ja davon ausgehen, dass der Markt relativ zügig in das nächste Zielbereichsniveau 1200 bzw. 11,94,95 läuft, was durchaus für die kommende Handelswoche realistisch wäre, um mal hier auch über Zielbereiche zu sprechen. Also es ist durchaus denkbar, dass wir hier den Bereich in etwa erstmal 1200, dass wir den Bereich 1200 anlaufen, der wirklich eine psychologisch wichtige Marke ist, aber eigentlich kommt das nächste Unterstützungsniveau sogar knapp darunter im Bereich in etwa 11,94, 11,95. Und da haben wir aus dem 12,13er Bereich, wo wir jetzt den Schlusskurs haben, vielleicht sogar 12,14, 12,14,50, mal gucken, wo man hier Einstiege bekommt, haben wir natürlich schöne 20 Dollar als Ziel, die wir hier annehmen können, die aus durchaus realistisch sind und mit dem verhältnismäßig kleinen Risiko, was wir hier haben, ist das natürlich ein interessantes Chance-Risiko-Verhältnis. Und das wäre auch erstmal mein Kerngedanke. Sollte der Markt allerdings erneut erstmal, erste Ausrufezeichen, dadurch, dass wir jetzt hier schon wieder etwas schwacher sind, sollte der Markt hier in diesem Bereich 12,28, 12,29 laufen und dann hier auch drüber gehen, dann sind das die ersten Achtungszeichen. Achtung, der Markt scheint doch aktuell wieder zu drehen. Ja, Achtungszeichen kann man sich zum Beispiel auch als ein Alarm ins System einzeichnen, dass man sagt, okay, vorsichtig ab diesem Punkt. Die Abwärtsseite ist erstmal grundlegend, charttechnisch zumindest gebrochen mit diesem letzten Tief hier. Dann kommt natürlich als nächstes der Bereich in etwa hier 37, wo ich gesagt habe, das ist eigentlich der Bereich, den ich hier vorne ganz gerne geschortet hätte, in diesen Bereichen, wo der Markt eben hier gelaufen ist. Da war ja mein Gedanke, wenn der Markt ein Stück weit höher kommt, dass wir hier dieses Widerstandsniveau verkaufen wollen. Ja, ihr seht, dadurch, dass wir hier unten eine Seitwärtszone haben, sind meine Einstiege etwas defensiv gewählt. Kommt natürlich
dazu, dass es dann auch des Öfteren einfach nicht zu einem Einstieg kommt. Das ist ja aber auch grundlegend nicht so schlimm, weil wir verdienen zwar kein Geld, aber wir verlieren ja auch nichts. Und in einer Seitwärtsphase muss man auch ein bisschen defensiver sein. Wir hatten einige Tage eine Seitwärtsphase und jetzt scheint der Markt sich hier erstmal wieder weiter im Trend zu bewegen. Somit erstmal Kerngedanke weiter abwärts. Sollten wir allerdings über das in etwa hier 28, 29er Niveau steigen, dann erstmal schon mal vorsichtig schauen. Eventuell wäre natürlich hier oben, wenn der Markt hier hinläuft, schon auch nochmal hier ein Gedanke an diesem Widerstandsniveau, den Markt zu verkaufen. Allerdings spätestens, wenn wir hier rüberkommen, dann müssen wir uns neu einnorden. Dann müssen wir schauen, ob vielleicht doch mal eine etwas stärkere Erholung kommt. Eine kurzzeitige oder auch langfristige Trendwende, das wissen wir natürlich vorher noch nicht. Aber das wäre so grob die Denkweise für den Goldpreis. Ihr wisst jetzt so meine Setups, die ich in etwa erstmal im Hinterkopf habe. Und dann besprechen wir jeweilige aktuelle Marktbewegungen in den Livestreams, dann DAX Long oder Short, beziehungsweise US Opening Bell am Nachmittag hier auf dem YouTube-Kanal und Guidance Stream von JFT Brokers. Ich wünsche euch für die kommende Handelswoche erstmal gut Trades und Megatrades. Und wir hören uns dann täglich und ich würde mich mega darüber freuen, wenn wir uns täglich zu den Livestreams hier dann eben wiedersehen. Bis dahin, euer Markus Kleber. Bye bye und ciao.